Ja, vielen Dank, Herr Schulz. Das ist mir ein wirkliches Vergnügen, hier zu sein und mal von den Kacheln am Bildschirm etwas wegzukommen. Das ist also eine tolle Sache, weil hier kann man auch ja sehen, ob man das Publikum mitnimmt oder nicht. Das fällt einem etwas schwerer bei den Kacheln. Ja, das Thema, Sie sehen, ich habe das so ein bisschen versucht noch zu spezifizieren, ist AMD Schicksal, und was ich machen möchte heute ist einfach mal fragen, was wir eigentlich gelernt haben. Wir haben Forschung und insbesondere genetische Forschung jetzt etwa 15, 17 Jahre. Ich werde Ihnen das noch zeigen. Und die Frage ist tatsächlich, was haben wir gelernt? So ein bisschen, eine kleine Überlappung wird es geben mit Herrn Schmitz-Falkenberg, weil wir eben gerade im Bereich der Therapien ja auch einiges gelernt haben. Aber ich darf Sie beruhigen, das ist keine sehr schlimme Überlappung. Gut, mit dem ersten Dia möchte ich auch meine Verbindungen offenlegen zu einigen der Players auf diesem Markt. Und Sie kennen ja jetzt einige auch schon, und einige der Studien haben Sie gelesen, wo wir beteiligt sind und wo wir auch immer wieder versuchen, die Genetik dahinter zu legen, einfach in dem Bestreben, hier Patientengruppen eventuell zu identifizieren, die besonders von einer Therapieform profitieren könnten, oder solche, die überhaupt nicht profitieren würden. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig für die jeweiligen Therapien, insbesondere, und das haben wir ja schon gehört, insbesondere wenn es eben um mehrfache Injektionen und zum Teil Injektionen bis 100 Mal und noch mehr geht, dann ist das ein sehr valider Punkt. Sie sehen auch Gyroscope Therapeutics, da bin ich im Advisory Board, und ich werde am Schluss auch die neueste Studie, die Herr Schmitz-Falkenberg auch erwähnt hat, noch mal ein bisschen untermauern, weil ich finde das einen sehr intelligenten Ansatz. Ich werde aber selbstverständlich nur Dinge bringen, die auch entsprechend inzwischen öffentlich verfügbar sind. Gut, dann kommen wir noch mal zu dem Einstiegsdia, und das soll noch einmal zeigen, was auch Herr Schmitz-Falkenberg gesagt hat, nämlich, dass die Genetik hier einen großen Teil letztendlich des Risikos darstellt. Das weiß man inzwischen, und das macht die altersabhängige Makuladegeneration durchaus einzigartig. Vielleicht nicht ganz einzigartig, aber doch sicherlich bemerkenswert, nämlich, dass wir einen solch großen genetischen Anteil am Risiko haben. Das wäre also sozusagen hier diese gelbe Sektion des Kuchendiagramms wäre mein Job, und der blaue hier ist sozusagen, das sind die Epidemiologen, die herausgefunden haben, dass hier selbstverständlich auch andere Faktoren hier eine Rolle spielen, die letztendlich natürlich auch zu diesem Bild einer späten Form der AMD führen. Und Sie sehen, dass auch diese weiteren Faktoren hier, das sind nur drei aufgeführt, es gibt selbstverständlich noch viel mehr, aber die sind zum Teil doch relativ schwer festzuhalten, ob und in welchem Ausmaße ein solch individueller Faktor eben Auswirkungen auf das Krankheitsbild haben kann. Gut, steigen wir in die Genetik ein. Sie sehen hier ein sehr schönes sogenanntes Kariogramm. Man kann heute auch über Antikörperfärbungen jedes Chromosom einzeln färben. Und Sie sehen sogar, man kann hier auch kurzer und langer Arm einzeln färben. Und was wir also hier sehen, ist 46 Chromosomen. Das wäre ein männlicher Chromosomensatz in der Mitosephase. Und ja, wir haben immer zwei Chromosomen von jedem Paar, und damit haben wir jeweils ein maternales Chromosom und ein paternales Chromosom. Das ist sehr wichtig natürlich. Wir sind diploide Organismen, und Sie sehen, es ist deswegen wichtig, weil Sie hier auch die Möglichkeit jetzt haben, hier Polymorphismen zu erkennen, also Unterschiede zwischen dem
paternalen und dem maternalen Chromosomenabschnitt. Und was ich hier so ein bisschen versucht habe mit Rot zu zeigen, ist ein solcher Polymorphismus, das ist also ein ganz einfach ein Austausch eines Nukleotids. Sie wissen, das ist der kleinste Baustein. Und hier ist einfach ein Unterschied. Der Vater hat also offensichtlich einen anderen Polymorphismus und an der gleichen Stelle hätte die Mutter sozusagen ein anderes Nukleotid beigesteuert. Also gibt es die Chance, hier zwischen paternal und maternal zu unterscheiden. Eine solche Situation finden wir in allen diesen Chromosomen und im Schnitt etwa alle 400 Basenpaare. Das ist sehr, sehr häufig, wenn wir bedenken, dass wir etwa 3,6 Milliarden Nukleotide haben, entweder im paternalen oder maternalen Chromosomensatz, dann können Sie sich vorstellen, addiert sich das auf sehr, sehr viele Zahlen oder sehr hohe Zahlen an Unterschieden, wie wir das maternale Genom vom paternalen Genom letztlich unterscheiden können. Das ist ganz entscheidend, um hier überhaupt eine Genetik machen zu können. So, das heißt also, ich will Ihnen ganz einfach nur diesen Ansatz vorstellen, wie ich jetzt bei solchen Erkrankungen, die eben vielfältige Faktoren haben, die dann am Ende das Krankheitsbild ausmachen, wie man trotzdem hier entsprechend genetisch arbeiten könnte. Und Sie sehen hier, alles, was wir brauchen, ist im Grunde eine Population von Fällen, in diesem Falle die altersabhängige Makuladegeneration. Also wir würden Personen sammeln, die eine Spätform der altersabhängigen Makuladegeneration haben. Dagegen würden wir eine Kontrolle stellen, ähnlich große Population, und aber frei von Zeichen einer AMD. So, und dann machen wir eine ganz simple Statistik drüber. Und diese Statistik, Sie sehen das hier, bedeutet einfach, dass wir hier wiederum diese Chromosomen haben, diese 22 Paare von Chromosomen haben. Und wir haben jedes einzelne Chromosom mit Hunderttausenden von diesen Polymorphismen abgedeckt. Alle 400 Basen ist ja einer. Also wir können ganz problemlos eine gewisse Auswahl treffen, welche wir uns für jedes einzelne Chromosom anschauen. Damit können wir die Frequenz errechnen, wie häufig in dieser Population hier bei den Fällen und versus diese Population der Kontrollen, wie häufig ein bestimmter Polymorphismus vorkommt. Und wie Sie hier sehen, dann haben wir einen ganz normalen statistischen Test, wenn wir das vergleichen, und plötzlich irgendwo poppt etwas heraus und zeigt, dass es von der Wahrscheinlichkeit her hier hochsignifikant ist, nämlich 5 mal 10 hoch minus 8. Das ist für einen Statistiker ein Maß, was eine sehr große Sicherheit bietet, dass das ein signifikantes Ereignis ist, was man beobachtet. Ja, und Sie sehen, das sieht so ein bisschen, dieses Herauspoppen sieht so ein bisschen aus wie die Skyline von Manhattan. Und deswegen reden die Spezialisten von Manhattan-Plot hier. Das ist also der Manhattan-Plot und ist ein Ausdruck, wie man solche Vergleiche zwischen Fällen und Kontrollen durchführen kann. Das wurde als allererstes bei der altersabhängigen Makuladegeneration versucht. Das war eine Sensation im Jahre 2005. Die Experten, einschließlich meiner selbst, haben nicht damit gerechnet, damals, 2005, dass man mit einem solch primitiven Ansatz, wie ich Ihnen das jetzt geschildert habe, überhaupt ein positives Ergebnis bekommen könnte. Aber das war so. Und schauen Sie sich auch die Zahlen an. Man hat hier knapp 100 Patienten genommen und die Hälfte Kontrollen genommen. Also unglaublich geringe Zahlen. Und hat einen positiven Befund gehabt, nämlich den hier. Das ist der Ort, an dem sich auch das Komplementfaktor H befindet, was Sie heute schon gehört haben. Warum das so ist? Selbstverständlich, weil dieser Faktor hier
eine sehr große genetische Beteiligung an der Spätform der AMD hat. Man hat die sogenannte low-hanging fruit, also die Frucht am Baum, die sehr tief hängt, hat man hier identifiziert. Nichtsdestotrotz war das ganz entscheidend für das Feld. Ich zeige Ihnen nämlich jetzt mal, was dann sozusagen heute ist. So sieht die Karte heute aus. Also 2005 war eine einzige Assoziationsstudie erfolgreich. Und das haben wir im Jahre 2021. Tausende von Eigenschaften des Menschen sind inzwischen in dieser Form kartiert auf bestimmte Chromosomen. Das ist phänomenal. Und ich sage Eigenschaften, weil hier ist alles mit dabei. Ob Sie Haarfarbe meinen, ob Sie Körpergröße meinen, ob Sie Augenfarbe meinen. Sie können alles, jede Eigenschaft nehmen und versuchen, hier genetisch eine Assoziation herzustellen. Und das sind all die, die diese genomweite Signifikanz haben. Das ist also fantastisch, weil ich kann natürlich jetzt sehr viel, das sind diese sogenannten Big Data, von denen man heute redet. Das sind Big Data. Das sind komplexe Daten, die man natürlich hier mit hochkomplexen entsprechenden Softwareprogrammen, bioinformatischen Programmen dann auch miteinander verrechnen kann. Also bietet sich für die Zukunft ein ungeheures Potenzial, was man hier machen kann. Nur spaßeshalber, damit Sie sehen, was man so alles, auf welche Ideen man kommen kann. Das war ein Artikel, ist auch jetzt schon wieder ein bisschen her. Hier haben die Autoren einfach schlichtweg gesagt, also die haben wahrscheinlich bei der Kaffeepause mal drüber geredet, wie das eigentlich ist. Es gibt da immer Leute, die mögen Kaffee, Filterkaffee, und andere mögen keinen Filterkaffee. Dann haben die bestimmt gesagt, ey, lass uns doch mal schauen, ob da eine Genetik dahinter steckt. Und also genau das haben die da gemacht. Und Sie sehen hier, da ist auch wieder so ein Manhattan-Blot, und da sind auch zweimal, kommen da solche Spitzen heraus, die eben auch wieder dann über eine bestimmte Signifikanzschwelle hinübergehen, statistisch hochsignifikant sind. Und wenn man dann schaut, an diesen beiden Stellen, welche Gene sind denn da lokalisiert, dann sieht man, das sind diese beiden Gene, dieses AHR und dieses CYP1A2. Wenn man jetzt weiß, dass CYP1A2 das Koffein metabolisiert, und dieses AHR-Gen die Expression von diesem CYP1A2 reguliert, also nach oben schraubt oder nach unten schraubt, dann kann man verstehen, dass das sehr viel Sinn macht, was da gefunden wurde. Also offensichtlich, wenn Sie Kaffee, Filterkaffee mögen, haben Sie wahrscheinlich eine relativ hohe Aktivität von diesem AHR beziehungsweise von dem CYP1A2. Also man kann es für alles anwenden. Wir sind heute natürlich interessiert an der AMD. Das ist quasi dieser neueste Manhattan-Plot. Und Sie sehen, der datiert auch schon wieder mal zurück, 6 Jahre. Denn so einfach ist das nicht, solche großen Zahlen wie 16.000 Spätformen der AMD zu rekrutieren oder 17.000, 18.000 Kontrollen, die auch durch die Klinik gelaufen sind und bei denen man zeigen kann, dass sie keinerlei AMD haben, die aber entweder gleich alt sind wie die AMD-Gruppe oder eventuell sogar noch älter sind, also wirklich gute Kontrollen sind. Und Sie sehen, hier haben wir 12 Millionen dieser genetischen Varianten genommen. Das reicht völlig aus, um in einem sehr dichten Netz das gesamte menschliche Genom abzudecken mit solchen Polymorphismen. Und Sie sehen hier, dass im Gegensatz zu dem kleinen Beispiel, was ich Ihnen gezeigt hatte, jetzt hier sehr, sehr viele hier Spitzen auftauchen. Also tatsächlich ein typisches Profil eines Manhattan-Plottes. Und Sie sehen auch, dass hier ein paar Gennamen, also so diese kryptischen, herrlichen Namen, die man so hat, auftauchen. Ich werde da gleich noch was dazu sagen, was das wirklich bedeutet. Aber insgesamt sehen Sie, dass wir hier 34 Spitzen auf diesem Bild haben, also 34 Orte auf Chromosomen, die tatsächlich statistisch hochsignifikant mit dem Auftreten einer Spätform der AMD verknüpft sind. So. Was nützt uns das?
das ist ja jetzt das, die große Frage. Und ich hätte heute gerne in relativ kurzer Art und Weise drei Bereiche adressiert, um Ihnen zu zeigen, dass das nicht nur eine akademische Übung ist, solche Genorte zu definieren, sondern dass man damit auch etwas machen kann. Und ich würde zunächst mal beginnen, dass man die Pfade aufklären möchte. Was ist eigentlich, was sind die Mechanismen? Was passiert denn bei der AMD? Warum entwickeln manche Personen AMD und andere eben nicht bis ins hohe Alter nicht? Warum ist das so? Also lassen Sie uns beginnen mit den Pfaden. Und da müssen wir mal ein bisschen weiter reinschauen in das Ganze. Sie sehen hier oben nochmal den Manhattan-Plot, was ich Ihnen in groß schon gezeigt hatte. Und hier einfach mal so von Chromosom 6 hier, Sie sehen das, mal so eine etwas größere Auflösung. Man hat also rein gezoomt. Und was Sie da sehen ist, dass das nicht ein Signal ist, was wir letztendlich haben, sondern dass wir hier, jeder Punkt ist ein Polymorphismus, ist ein genetischer Polymorphismus. Und Sie sehen, all diese Punkte, die wir hier sehen, egal ob sie grün, rot, blau oder was immer sind, gehen über diese berühmte Schwelle 10 hoch minus 8 hinüber, sind also statistisch hochsignifikant. Also mit diesem, was hier ausschaut wie eine einzige Erhebung, ist in Wahrheit ein ganzer Bereich, der auch eine bestimmte Größe eben erreichen kann. Wenn Sie dann schauen, wie viele Gene gibt es denn eigentlich in diesem Bereich, dann sehen Sie zum Beispiel hier, hier wieder diese kryptischen Gennamen. Jedes dieser kryptischen Namen ist ein unabhängiges Gen. Jetzt sagen Sie mir, welches ist denn bitteschön gemeint hier? Also wir haben hier offensichtlich eine Assoziation mit der AMD, aber wir haben hier unten natürlich auch eine Menge an Genen, und zwar, wenn man genau hinschaut, sind das 67 Gene in dem Falle, eine Menge an Genen. Welches ist jetzt gemeint? Das wissen wir nicht. Und das wissen wir auch für weitere. Wenn wir das uns nochmal hier anschauen, dann sehen Sie, das waren diese 34 Spitzen, die wir gesehen haben. Und wenn wir dann genau hinschauen, dann sehen wir, das sind über 7000 Polymorphismen stecken hinter diesen Spitzen. Und insgesamt decken die etwa 370 Gene, vielleicht 400 Gene ab. Also wir haben das große Problem in der Genetik, welche dieser 400 Gene ist jetzt tatsächlich in die AMD involviert. Das müssen wir klären. Das ist natürlich nicht einfach, das ist nicht trivial. Wir helfen uns mit der Bioinformatik. Also was machen wir? Wir stecken diese fast 400 Gene in eine entsprechende Software, in eine bioinformatische Software und fragen uns, diese Gene, von denen wissen wir heute schon sehr viel, was machen die Gene? Gibt es denn die Möglichkeit, dass in dieser Software zum Beispiel, dass der eine Ansammlung an Genen findet, die in einem bestimmten Reaktionsweg aktiv sind, die etwas gemeinsam tun? So, und wenn man das tut, und hier haben wir zum Beispiel dieses sogenannte InReach, diese Software, dann sehen wir, der hat jetzt insgesamt drei, man nennt es Pathways, also Reaktionswege gefunden, die er sagt, die sind überproportional bei diesen 400 Genen vertreten. Da gehört die extrazelluläre Matrix dazu. Sie wissen, unterm RPE haben wir natürlich wunderschön extrazelluläre Matrix. Da ist auch Focal Adhesion, also wie die Zellen zusammenhängen. Da ist die Komplementkaskade drin. Und da ist auch der Stoffwechsel, der Fettsäurestoffwechsel drin. Also das findet er. Weil natürlich Bioinformatik immer abhängig ist von dem, was ich in ein Programm reinstecke, schaut man sich eben dann am Ende auch noch ein zweites Programm, das heißt Paris zum Beispiel. Und Sie sehen, interessanterweise gibt es hier Überlappungen. Also auch das zweite Softwareprogramm findet wiederum vier verschiedene Reaktionswege und zwei überlappen. Also, wir haben gesehen, zwei aber auch nicht. Also dann schauen wir uns doch einfach nochmal ein drittes an. Und dann sehen wir, also übereinstimmend ist immer die Komplementkaskade hier, die
bei all diesen Programmen ganz klar vorhergesagt wird. Und andere sind aber nicht minder interessant. Ich werde aber heute nur mich auf die Komplementkaskade beschränken. So sieht die am Ende aus, die Komplementkaskade. Das sind am Ende etwa 30 bis 40 Proteine, die ähnlich wie unser Koagulationssystem im Blut eigentlich dazu führen, dass hier kaskadenartig etwas passiert. Was hier passiert, ist ganz klar. Wir haben hier es mit dem Angebot, dass diese Komplementkaskade ist Teil des angeborenen Immunsystems. Das heißt also, hier reagiert unser Immunsystem, das ist ein archaisches Immunsystem, das reagiert sofort, ohne Verzögerung. Unser erworbenes Immunsystem dagegen braucht eine gewisse Zeit. Haben wir ja bei Covid auch lernen müssen, dass man zum Teil 7 bis 14 Tage warten muss, bis dann auch irgendmal was passiert. So, das heißt also, hier ist ein System am Gange, was immer aktiv ist. Deswegen kann es so schnell reagieren. Und aktiv wird es, Sie sehen es, durch bestimmte Möglichkeiten kann es. Das können sein Zelloberflächen, das können sein mitochondriale Teile, das können sein Bakterien, das können Oberflächen jeder Art sein. Auch inerte Oberflächen können das sein. Wenn Sie ein Kniegelenk haben, ein neues, mit einer bestimmten Metalllegierung, wird dieses System sicher auch aktiv werden. Wenn Sie ein Plastikteil im Körper haben, wird dieses System aktiv werden. Was heißt aktiv dann? Das bedeutet, dass wir hier alles konvergiert hier in einer Protease, also in einem proteinspaltenden Enzym, und das ist das C3. Und Sie sehen auch, dass wir hier einen sogenannten Loop haben, und das ist diese kaskadenartige Amplifikation, die extrem gefährlich ist, weil der Loop sich unglaublich schnell hochschaukelt. Und das macht auch dieses System gefährlich, und ich muss das sehr, sehr gut regulieren. Das heißt also, hier habe ich zwei ganz wesentliche Regulatoren. Das ist das Komplementfaktor H und das Komplementfaktor I. Das sind die Hauptregulatoren dieses Systems. Die schrauben also die Aktivierung dieses Systems nach unten. Also jeden Tag haben wir irgendein Problem, die C3 geht nach oben, die C3 hier spaltet sich ab, zum Beispiel zu C3b, ist ein aktives Enzym, und das schaukelt sich immer mehr hoch, also muss es wieder nach unten reguliert werden. Also dieses System hat das Potenzial zu überschießen und kann damit gefährlich werden, weil es Zellen angreift. Und wir sehen hier, wie es das tut. Das bildet nämlich hier einen Komplex am Ende. Und dieser Komplex hier, Sie können das sehen, macht jetzt in einem Mikroorganismus hier einfach Löcher in eine Membran hinein. Hunderte von Löchern, die letztendlich zum Tod dieser Zelle führen. Das ist der Abwehrmechanismus. Das könnte aber auch hier eine körpereigene Zelle sein, je nachdem. Also es birgt diese Gefahr. So, und was ich hier jetzt rot umkringelt habe, das ist eben genau das, was man in diesen 34 Genorte auch gefunden hat. Und deswegen haben alle drei Vorhersageprogramme immer wieder hingewiesen auf diese Komplementkaskade, auf das angeborene Immunsystem. Weil sehr viele Teile dieser Proteasen involviert sind oder auch diese Assoziation zur AMD zeigen. Also die Genetik hat uns in diesem Falle ganz klar einen Reaktionsweg gezeigt, der hier offensichtlich ganz bedeutsam ist in der Entwicklung einer AMD. Das ist also ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommen wir ganz kurz zur Diagnostik. Kann man jetzt das nutzen, dass man vorhersagen kann, ob jemand ein hohes Risiko trägt, zum Beispiel eine AMD zu entwickeln im höheren Alter?
Also Sie könnten jetzt fragen, habe ich in 20, 30 Jahren eventuell ein Risiko, eine AMD zu entwickeln, und könnten dann eventuell in die Lage versetzt werden, relativ frühzeitig eben auch sich in die Früherkennung zu begeben. Hier nur ein Beispiel an drei Patienten, wie sowas aussehen könnte. Sie sehen, wir nehmen wiederum diese Marker und kodieren die. Lassen Sie uns das als Beispiel nehmen. Dieses RS ist also vom Komplementfaktor H, das ist ein einziger Polymorphismus. 0 würde bedeuten, dieser Patient 1 hat also kein Risiko bekommen. Das 1 würde bedeuten, Patient 2 hat einmal ein Risiko bekommen, und Patient 3 hätte zweimal an dieser Stelle Risiko bekommen. Also vom Gefühl her würden wir doch schon sagen, Patient 2 hat hier das größte Risiko, letztlich AMD zu entwickeln. Sie sehen, am CFH-Genort gibt es mehrere solcher Marker, die zum Teil positiv korreliert sind, aber auch zum Teil negativ korreliert sind. Also hier können auch Schutzpolymorphismen enthalten sein. Und Sie sehen, was man jetzt macht mit diesem sogenannten genetischen Risikoscore hier. Das ist etwas, mit dem werden wir uns in Zukunft sicher häufiger auseinandersetzen müssen, nicht nur für die AMD, sondern für sehr, sehr viele Erkrankungen. Wir machen das momentan auch für Brust- und Eierstockkrebs beispielsweise. Ganz, ganz wesentlich, weil die Risiken sich unglaublich ändern durch einen solchen Risikoscore. Was man also jetzt hier macht, ganz primitiv ist, man zählt schlichtweg diese Allele, man nennt das Allele, also die verschiedenen Möglichkeiten, Zustände, die es geben kann, zählt man einfach zusammen. Und wenn ich Patient 1 zusammen sehe, dann sehen Sie, der hat 0, 0, 0, sehr viel. Patient 2 hat da schon öfter mal eine 2 stehen, und Patient 3 hat viel Zweier da stehen. Also nur vom Abzählen her würde man sagen, also Patient 3 hat ziemlich hohes Risiko vermutlich. So, jetzt schauen wir uns das natürlich dann auch nochmal statistisch an, und ich verspreche, das ist das letzte schwierigere Dia, das ich Ihnen hier zeige. Konzentrieren Sie sich bitte einfach nur auf die rote Kurve. Hier kann ich in der Bevölkerung einfach nachschauen, in der normalen Bevölkerung, wie häufig finden sich diese verschiedenen Zustände, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, wie häufig finden die sich, wenn ich das immer addiere? Und dann sehen Sie, wie zu erwarten, das ist eine gaußsche Kurve, also die Mehrheit der Personen wird auf jeden Fall hier mehr oder weniger kein Risiko haben. Die sind so mittendrin, das wird die Mehrheit sein. Und aber dann wird es auch Personen geben, die am linken Ende sind, also praktisch noch weniger Risiko haben wie der mittlere Zustand, oder die halt auch an dem rechten Ende sind, sprich solche, die ein extrem hohes Risiko haben. Und um das statistisch sauber zu machen, kann man natürlich dann hergehen, und das ist jetzt, sind jetzt diese blauen Kästen, kann man dann hergehen und fragen, wie ist die Prädiktionskraft in den jeweiligen Gruppen, die ich hier eingeteilt habe. Und dann kann ich sagen, bei der letzten Gruppe, Gruppe 5, habe ich eine ganz große Prädiktionsmöglichkeit, also eine positive Korrelation. Jemand, der diese Kombination hat, der zu diesen 1% gehört, der wird zu 87% auch eine AMD entwickeln. Also das lässt sich sehr deutlich dann abgrenzen, natürlich von irgendjemand, der hier in der Mitte steht. Der hat nämlich ja nur sozusagen im einstelligen Bereich seine Risiken liegen. So, also die gute Nachricht ist, ja, ich kann eine Diagnostik, eine molekulargenetische Diagnostik, kann ich machen, aber schlechte Nachricht, es wird nur 1% von in der allgemeinen Bevölkerung überhaupt möglich sein. Alle anderen hocken irgendwo dazwischen und geben mir keinen guten prognostischen Marker mehr. Ja, keinen prädiktiven Marker mehr. Okay, also die Message hier ist ganz klar, ich kann eine Diagnostik machen, aber nur für einen relativ bescheidenen Teil der Bevölkerung. So, und dann kann man natürlich fragen, was ist es sinnhaft? Macht es Sinn, dass ich überhaupt so eine Diagnostik führe? Ich habe mich lange dagegen gewehrt, muss ich sagen, eine solche Diagnostik durchzuführen.
Und zwar im Wesentlichen eben wegen diesem unteren Punkt, dem letzten Punkt, weil es keine therapeutische Auswirkung hatte. Warum soll jemand wissen, dass er irgendwo ein hohes Risiko hat und er hat aber keine Chance, zu irgendjemand zu gehen und zu sagen, helf mir bitte, dass ich das nicht bekomme. So, wie wir schon von Herrn Schmitz-Falkenberg gehört haben heute, ist das schon etwas anders heute und wird noch an Fahrt aufnehmen. Das heißt also, wir sind durchaus jetzt in einer Situation, wo man tatsächlich dann hier etwas tun kann. Also, zweiter wichtiger Punkt hatte ich Ihnen auch erwähnt, das ist hier ganz oben, dass es eben die AMD relativ stark von Genetik beeinflusst wird. Viele, viele andere Erkrankungen, koronare Herzerkrankungen, Diabetes, haben bei weitem nicht eine solche genetische Stärke, solche Effekte auf die Gesundheit. Von daher sind die praktisch nicht zu benutzen, um genau das zu machen, was man hier bei der AMD jetzt machen kann. Also ein Riesenunterschied. Die Einschränkung hatte ich Ihnen gesagt, 1 bis 1,2%, ist nicht wahnsinnig viel. Wenn man das aber natürlich auf die Gesamtbevölkerung bezieht, ist das dann doch wieder eine ganze Menge. Aber es ist halt nicht für jeden gedacht. Und was wir auch schon gehört haben, ist diese Prognose, was natürlich den Patienten interessiert, ist die Prognose. Wie wird das? Wird das besonders schlimm? Geht das, verläuft das langsam? Habe ich eventuell eine Komplikation, wie Herr Schmitz-Falkenberg das gezeigt hat, mit neovaskulären Veränderungen? Oder bleibt es bei mir, also bei den atrophischen Veränderungen, die sich relativ langsam entwickeln? Das können wir heute noch nicht machen. Das ist ein großer Nachteil und natürlich wären wir alle daran interessiert, solche prognostischen Marker zu haben, die uns dann den Krankheitsverlauf etwas näher zeigen können. So, jetzt komme ich zum letzten Teil und da kommt so ein bisschen die Überlappung, aber nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen das zeigen, weil ich es mehr zusammenfassend tun möchte. Und Sie sehen hier mal so eine kleine Liste von den Molekülen, von den Zielmolekülen, die inzwischen von der Pharmaindustrie definitiv adressiert worden ist in klinischen Studien. Und Sie sehen, wenn Sie das sich anschauen, das ist eine Menge. Das sind noch nicht mal alle, aber das ist schon eine Menge, wenn Sie das sehen können. Das ist leider ein bisschen klein geworden, aber ich wollte Ihnen unbedingt auch alle diese Faktoren zeigen. Und da finden wir natürlich wieder das C3 hier, da finden wir das C5, da finden wir den Faktor D, Bropadin ist auch so ein inhibitorischer Faktor, den Faktor B, CD59, wir finden den Komplementfaktor I und den Komplementfaktor H. Also eine ganze Menge und nicht alle waren jetzt auch, wenn Sie das noch erinnern, genetisch assoziiert mit der AMD. Spielt aber gar keine Rolle. Alles, was ich brauche, ist diesen Reaktionsweg und kann dann sagen, jede Komponente dieses Reaktionsweges könnte entscheidend sein und könnte einen Einfluss auf die Entwicklung haben. So. Um das jetzt ein bisschen einfacher zu machen, streiche ich mal all das durch, was schon eh gleich nicht gewirkt hat. Also hier waren nach Phase 2 Studien in aller Regel Ende. Das heißt also, man hat schlichtweg keine entsprechende Effizienz sehen können. So, aber die gute Nachricht wiederum hier ist, und das habe ich jetzt mal eingerahmt, das sind eben diese Phasen, diese klinischen Phasen mit manchen der Moleküle und Herr Schmitz-Falkenberg hat diese positiven zum Teil ja auch schon benannt. Das sind genau die, die bisher zumindest noch in den Phasen 2 als positiv gelten und entsprechend plus minus mehr auch an der, gerade bei der geografischen Atrophie zeigen, dass es hier um eine Reduktion letztlich der Zunahme der geografischen Atrophie handelt. So. Das heißt also, wir haben große Hoffnung und deswegen auch von der diagnostischen Seite her sicherlich ein wichtiger Aspekt. Hier werden in den nächsten Jahren definitiv, und manche habe ich hier auch hingeschrieben, vielleicht können Sie die nicht erkennen, aber wann hier zu erwarten ist, dass was kommt. Sie sehen, das sind die Apellis-Geschichten hier. Im 23 nächstes Jahr wird es hier geben. Manche sind noch ongoing, andere im September 23 oder hier, das ist die Gyroscope-Studie, die erwartet man im 2026.
Und dann werden wir erst wissen, ob tatsächlich hier entsprechend ein Medikament herstellbar ist. So, jetzt nehme ich Sie nochmal zum Abschluss in die, gerade in die Gyroscope-Studie, weil ich das, wie gesagt, einen sehr eleganten Ansatz finde. Wir kennen ja inzwischen Antikörper, dass wir versuchen, etwas zu blockieren. Was sich aber jetzt immer mehr zeigt, ist, dass es sehr wohl auch Sinn macht, selbst bei komplexen Erkrankungen, die sehr viele Faktoren letztendlich vereinigen und dafür sorgen, dass eine Krankheit entsteht, dass trotzdem auch eine Gentherapie sinnvoll sein kann. Und gerade diese letzten beiden Studien hier, die Faktor I und die Faktor H-Therapien, sind Gentherapien. Das heißt, man nimmt einen Adenovirus, also einen viralen Vektor, baut da das Gen ein, zum Beispiel eben das FI oder das FH-Gen, und injiziert das eben einmalig dem Patienten und muss nicht nochmal nachspritzen, sondern nur einmalig. Der Vektor produziert dann hier den Faktor I und den Faktor H, und somit bleibt die Frage, ob das effektiv ist. Ja. Der Grund, warum man die beiden sozusagen mit einer Gentherapie hineinbringt ins Auge, ist, dass man weiß heute, dass in unserem Auge ganz natürlich mit dem Altern verlieren wir FI und FH. Beide diese Faktoren gehen nach unten. Das heißt, deren Expression geht einfach runter aufgrund des Alters. Nicht aufgrund von irgendeiner Erkrankung, des Alters. Und die Frage ist jetzt, ob eine Erhöhung im Vitreous von diesen Faktoren helfen kann, um die degenerativen Veränderungen letztlich einzudämmen. Das ist also die ganz große Frage. Gut. Der zielgerichtete Ansatz, ich glaube, ich brauche das nicht mehr zu wiederholen, das können wir uns schenken. Und dann schauen wir mal, was bisher rausgekommen ist, gerade bei dieser Gyroscope-Studie. Das wurde in Arvo jetzt dieses Jahr vorgestellt. Und Sie sehen, die Effekte, die ich hier erziele, sind genau die, die ich auch erwarte. Einmal, dass mein CFI im Vitreous nach oben geht, und zwar massiv nach oben geht. Das ist also das, um den Decline sozusagen in irgendeiner Weise aufzufangen und auszugleichen. Also das passt, das ist wunderbar. Und was man hier noch bei diesen beiden Dingen sieht, BA und C3B versus das inaktive C3B, das sind Dinge, die jetzt nach unten gehen. Und das sind diese Dinge, also hier haben wir CFI, hatte ich erwähnt, ist ein Inhibitor, der mit einem Kofaktor zusammen, das ist das CFH, letztendlich dafür sorgt, dass die Aktivierung sich beruhigt. Diese beiden Faktoren hier, BA und C3B, das inaktive C3B, gerade umgekehrt, die schrauben die Aktivität nach oben. Und das ist also der Effekt von CFI hier, sehen wir, setzt sich wunderbar um in einer Abnahme dieser beiden kritischen Faktoren. Also ist hier natürlich die Hoffnung sehr groß, dass das dann auch bei der entsprechenden atrophischen Veränderung auch positiv einwirkt. Das werden wir sehen, und das Ganze wird zu erreichen eben mit einer einzigen Injektion. Bei CFH ist das ganz ähnlich, kann man die Werte ganz ähnlich sehen. Gut, das heißt, hier haben wir, also das ist auch eine Folie von Gyroscope, eben auch aus diesem Meeting, und Sie sehen, FI ist eben ein Regulator des Komplementsystems. Es wurde sehr gut vertragen bisher, es gab die Studie 1-2, die im Grunde, es ging um die Toleranz, das wurde also sehr gut vertragen, hat keine toxischen Effekte hinterlassen und ansonsten eben auch nur positiv bisher. Ja, es erhöht signifikant den vitrealen F1, und
Ja, das, und es zeigt eben auch, dass gerade die Faktoren, die sozusagen die Biomarker, die mit einem reduzierten Komplementaktivität da sind, die werden entsprechend auch reduziert. So, das heißt also, die weiteren Studien sind anhängig. Ich hatte Ihnen gesagt, das ist wir werden bis 2026 warten müssen, aber da stecken natürlich sehr, sehr große Hoffnungen drin. Gut. Dann darf ich Ihnen noch einmal in 5 Punkten hier die wesentlichen Aspekte meines Vortrages zusammenfassen. Zum einen ging es darum, dass wir hier Genorte gefunden haben heute. Und ich würde sagen, wir können davon ausgehen, dass wir die wesentlichen Genorte kennen bereits. Das sind etwa 34. Und dass diese Genorte, aber je mehr wir identifizieren, es wird sicherlich Folgestudien geben, desto kleiner werden die Effekte sein von den weiteren Genen, die wir finden. Nichtsdestotrotz kann sich herausstellen, dass bestimmte Reaktionswege weitere Gene sich finden, die sich in bestimmte Wege eben eingliedern können. Dann muss man ganz ehrlich sagen, wir wissen bisher immer noch relativ wenig, auch wenn ich Ihnen jetzt die Komplementkaskade als ein positives Beispiel vorgestellt habe. Wir wissen immer noch relativ wenig, was die eigentlichen Pathomechanismen sind. Warum entgleist das Komplementsystem und warum führt es bei manchen Menschen eben dann zu den Problemen, zu den beobachteten Problemen. Wir haben auch gesehen, dass wir bioinformatisch hier ein bisschen was tun können, damit wir verstehen können, warum bestimmte Gene eigentlich sozusagen statistisch aufgefunden werden. Und ich habe Ihnen auch gezeigt, dass man inzwischen eben eine Diagnostik durchaus machen kann, dass das für wenige, relativ gesehen wenige Personen nützlich sein wird. Also die meisten werden einen Befund bekommen, wo es halt heißt, da kann man wenig zu sagen. Aber immerhin für diese Bevölkerungsschicht kann das von Interesse sein. Und klar ist auch, dass die Komplementkaskade wird weiterhin zentral ein Ziel bleiben für alle zukünftigen oder für viele zukünftige Therapien. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und ich habe das sogar geschafft, immerhin noch 3,5 Minuten übrig zu haben. Vielen Dank.